Hallo, herzlich willkommen bei Let's Play 7 Days to Die. Tag 26 ist angebrochen und wir haben schon ein bisschen was produziert. Erstmal willkommen, Pappnase. Hallo. Oben ist Randale. Hallo, Dutschke. Mahlzeit. Mahlzeit. Und mal gucken, wer sich da hier bei unser. So, ich stelle jetzt unsere ersten Stahlpfeile her. Stahlpfeile? Ja. Beziehungsweise erstmal die Arrowheads. Denn wir können ja flambierende Pfeile bauen. Als allererstes kannst du gleich mal dein Motorrad zeigen. Wir haben nämlich schon ein Motorrad zusammengesucht. Ja. Wo ist denn das? Wo bist du hingelaufen? Folgen Sie mir bitte unten durch den Tunnel und dann hinten an unseren Bunkerausgang. Komme, ich eile. Aber Licht an, ist dunkel hier. Übel, reicht. Licht. So. Danke. Hoffentlich hast du mich jetzt eingeklemmt, eingebackt. Nee, danke. Eingebacken habe ich dich. Sehr nett. Und die Tür hat er auch zugemacht. Ja, dann nicht. So. So, wo ist denn das Motorrädchen? Hier. Oh, schön. Damit bin ich noch nie gefahren. Ich muss direkt mal fahren. Zack. Oh, das ist nicht kaputt. Das ist nicht schnell, ey. Ja, das ist auch aus den besterlesenen Teilen zusammengebaut. Das ist ja aber geil, so Motorrädchen, ey. Kann auch rückwärts fahren, ja, aber langsam. Das ja, hier, hörst du dem jetzt echt hinterher? Ich bin doch schon wieder im Bunker, Mann. Nein, ich wollte das ausgucken. Ich hatte gerade Sachen gesehen. Ich stelle das Ding wieder hier ab, ich will es nicht haben. Ja. Da steht's. Ja, so und hier. Siehst du mich nicht? Bist du an mir vorbeigerannt? Den musst du einmal rupen, was? Wo ist der Pfeil? Da. Okay. Der ist so glatt an mir vorbeigerannt. Siehst du das Motorrad nicht? Doch. Doch. Alles klar. Kann man wieder einpacken in eine Tasche oder was? Nee. Obwohl es okay. Pocketbike heißt. Pocketbike? Ja, dann steckt meine Hosentasche. Will ich sehen. Ich weiß jetzt, was mit der Tür verkehrt ist übrigens. Wunderschön, weiß ich nicht. Guck mal, die zwei Türen hier, die haben den Rahmen nach innen, siehst du ja, was? Die hier den nicht. Rahmen aus. Die hat nach außen, wenn ich jetzt hier unten drunter weggrabe, den Dreck, dann fällt die einfach runter und das ist doch merkwürdig. Ja, das ist, du hast die auf den Dreck gebaut, deswegen fällt die einfach runter. So, Jutke. Ja, Jutke, er baut nur Mist. Jutke, aber nur der Schönheitsfehler ist mir schon vorher aufgefallen. Immer wieder dasselbe, der Jutke. Der wollte mich ja nur fertig machen. Genau. Ja. So, ja, zack. So, Luken dicht. Sind die Kartoffeln gut? Die müssen auch bald mal wieder erntefähig sein. Ja, Pilze haben wir auch schon. Sehr viele. Aber dieser vegetarische Eintopf vertaugt ja nicht die Bohne. Egal. Das, Fußpilz gezüchtet bei Pappnase. Die Pilze kann man auch rauchen. Oh, lecker. Oh, hier einige Kartoffeln sind hier schon fertig. So. Wir haben für sowas gar keine Zeit. Sie weiß, nee, haben wir auch mitteilen. So. Wir brauchen mehrere tausend Lehm und Stein. Untermauern. Das Projekt haben wir aber abgebrochen. Wir haben nämlich, Dutschka hat natürlich eine viel bessere Idee gehabt. Deswegen folgen Sie mir mal. Oh, wie kann man das denn jetzt zeigen, was wir da Schönes gebaut haben? Moment mal. Hier geht's runter. Das ist unser Ankommenskäfig. Hier oben sind Quergänge. Wie kommt man nochmal dahin? Kann man da noch hin? Leiter halten, wow. Treppe. Hast du doch selber gebaut. Ja, ja. Ah, da. Hier absteigen. Ist die Etage zu Ende. Oh, hepp. So, und hier ist der... Hier mag ich nicht runterfallen. Helm hat Kopf-Alzheimer. Ja. Bring mal Jutschke. Oh, tatsächlich kann ich schieben, ne? Ich bin ein Stückchen nach vorne gegangen. Ach so. Ich bin gegen dich gerannt. Auf einmal bewegst du dich nach vorne. Ich so, oh nein. Gleich habe ich ihn wirklich runtergeschmissen. Ich glaube, da bist du tot. Also, wir haben unter der Bude haben wir Quergänge gegraben, damit unsere Zombie-Freunde hier reinkommen. Haben wir im Moment noch ein bisschen verbarrikadiert, dann machen wir hier auf. Die wollen ja zu uns. Dann watschen die in den Gang rein und schmieden werden wir unten neue bauen und dann fahren die hier runter. Ja? Und hoffentlich brechen sich dabei alle Gräten schon mal. Und dann geht's weiter. Müssen wir Leiter runterkraufen. Ein riesiges Gebuddel. Ihr seht. So, und dann kommen die hier an.
Und hier, das müssen wir alles noch untertunneln quasi. Ja. Wird mega viel Arbeit. Und muss auch sofort beginnen. Ich beginne sofort mit dem Niedergang. Ihr wollt hier jetzt noch untertunneln? Wieso das denn? Nein, nein, wir wollen hier, genau, die Bude unten drunter. Genau das Ding hier. Das Fundament wird aus viereckigen Betonsteinen. Dann kann man von unten ganze Loot einsammeln und reparieren. Wir können sie von der Seite bearbeiten, von unten nachreparieren, von der Seite nachreparieren und hier, von unten vor allem also, looten. Hier wollt ihr jetzt so eine Decke quasi drauf machen. Nee, da kommt so ein Podest drauf, damit die nur ein Feld Platz haben hier am Rand, hier zwei Felder Platz haben zu landen. Ja. Damit sie sich nicht nach oben wieder verflüchtigen können. Ne? Damit sich nach oben. Und damit sie am Zaun nah genug sind, dass du auf den Kopf hauen kannst und looten kannst. Okay. So. Ne? Und dafür brauchen wir jetzt Sand. Sand brauchen wir! Also, ich finde das ja, ich finde das ja sehr lustig, wenn man so, wenn man das mal so aus wirkliche Leben projiziert. Man ist in so einer Zombie-Apokalypse, versucht da tatsächlich zu überleben. Und es gibt halt eben Leute, die denken sich, anstatt zu überleben, baue ich doch einfach eine Vorrichtung, dass ich die looten kann. Dass ich, ja, naja, looten. Weißt du, Zombie looten. Schlimmer wie bei Minecraft, Mensch. Brauchst du eine Zombie-Vernichtungsmaschinerie dann, ne? Wenn die dann genau, wirklich, die müssen verarbeitet werden, sonst hauen die dir ja alles zusammen mit der Zeit. Die hauen dir nicht alle alles zusammen, die hauen ja auch aufs Maul und sonstige üble Sachen. Das ist natürlich unschön. Hier ist übrigens noch tausendmal Sand drin, ne, in der grünen Kiste. Holzrampe, nein, nein. Laster, Holz brauchen wir nicht, wir brauchen hier Rampen, weißt du. 3, 3, 4, 5 baue ich. Ich baue euch jetzt eure Minibikes zusammen, damit hat sich die Sache erledigt. Dann Yay. Haben wir schon mal die Minibikes fertig. Und die flammenden Pfeile kann ich dann vielleicht auch schon mal ausprobieren. Für euch Videozuschauer. Ja, Slugs haben wir auch schon. Sehr tauglich. Können wir ganz kurz gucken, was die Slugs für einen Schaden machen. Ich ziehe in eine Schrotflinte rein, Nadel. Hopsala. Will er noch nicht runterjumpen? Wenn ich direkt verkopfolieren. Den Gang. 2, 3, 4, 5, 6000. Langsam, langsam. Ich will doch nicht ins Loch. 243 Schaden macht die Schrotflinte mit Slugs. Nicht schlecht. Hört sich sehr gut an. So, jetzt bauen wir da und dann gebe ich rüber und dann runter und so weiter. Zack. Egal, wo du das machst. So, zack, zack. So, jetzt hier weiter runter. Da runter. Da rein. Aua. Voran. Wir müssen uns beeilen. Wir haben noch 2 Tage Zeit für unser Mammutprojekt. Deswegen müssen wir bauen wie die Blöden. Aber wir haben ja auch vernünftiges Werkzeug von ziemliches Dankmeister Dutschke und den hervorragenden Blut. Dankmeister Propper. Von Pappnase. Pappnase ist immer unterwegs und lootet wie ein Irrer. Wir bauen wie die Bekloppten und ich muss immer Judges Befehlen gehorchen. Der ist ein Diktator in Wirklichkeit. Ja, oder noch was Schlimmeres. Was du gar nicht wissen willst. Diktator Dutschke. So, ja, furchterregend, Schreck. Aber in Wirklichkeit stimmt das gar nicht, weil ich nämlich immer der Ressourceneinschaffer bin. Ich habe nämlich gerade schon wieder 7000 Kleelehm geholt. Oh, wunderbar, welche hervorragende Ressourcenschaufelei. Erst meckeln. Meckeln tun wir immer gern. Meckeln. Hier sind 8000. Und ich tue die ganze Zeit nichts und bohre nur in der Nase. Das, oh, das ist nämlich das Schlimme. habt ihr schon die Koppelsteinproduktion angekurbelt? Kopffeldstein. Nein. Gib mir einen Moment. Was fehlt mir denn? Ja, was ist das denn? Ich kann das noch nicht sehen. Das ist irgendwas Falsches hier. So, nochmal. Hm. Ach, hier ist noch jede Menge Stein. Da kann ich doch gleich noch mehr machen. Ja, komfortabel. Hä? Irgendwas stimmt hier nicht. Schrott raus, Schrott. So, hört das. So. Kopfelsteinproduktion. Wozu? Kopfelstein, Pflasterstein. Da fehlt mir Lehm. Was? Okay. Glaub ich, da muss man meine Kiste gucken. Hättest du auch einfach mitbringen können. Hätte ich nach oben kriechen müssen. Da muss man deine Kiste gucken. Nee, meine. Ich renne hier hoch. Welches denn deine? Die ganz rechts.
Nee. Immer die in der Mitte, wie schon seit, ach, noch länger. Ach, mindestens. So, zack, okay, hergestellt, zack, so, rums, runter. Ja, wie die Wühlmäuse hier, ich weiß manchmal gar nicht mehr, wo hinten und vorne ist. Die ganzen Bauerei, zack, zack. Problem ist... So, da lang geht's, jetzt, so. Eins, zwei... Ja, da lang wird auf jeden Fall richtig. Da lang ist auf jeden Fall richtig. Machen wir jetzt erstmal die Kopfhülse wieder raus hier. Wir müssen tiefer kommen, ne? Kannst du machen? Ich grab schon mal einen vernünftigen Gang dahin. Drei. Fünf Schläge brauchen, für einen Kopfhüllstein rausmachen. Ach du Scheiße. Ja, übel. So, hier brauche ich fünf, ich habe Batterien. Körbe fehlen mir noch. Oh, das ist ein bisschen tief, glaube ich. Ein zu tief geworden. Zack. Eins, zwei. Warum macht er das immer so blöd, dass man das nicht sehen kann? Zack. So, wunderbar. Wir steigen verklopft folieren. So. Wie tief bin ich denn jetzt? Hast du noch solche Rohre, Frames? Eins. Drei, ja, drei, vier. Das müsste reichen an für sich. Weiß ich mach lieber nicht. Zwei mehr. In die Tiefe. Nicht. Moment, eins hier sehe ich. Wir haben schon in der Breite ja eingebaut. Da können wir schon in der Höhe auch noch klein bauen. Da passen die Viecher nicht mehr rein. Robert kommt. Ja. Ein herrliches Geräusch. Idiot. Und das Ding wieder. Nein! Ding, sagt er. Oh, jetzt. Ich kann meinen noch 49 nochmal skillen, das ist aber sehr gut. Zack. Hast du letztes Mal gesagt, wolltest du nicht? Ja, hab ich jetzt aber doch gemacht, gerade eben. Wieso geht wolltest du das erst nicht? Ja. Wieso? Wieso, Joschke? Warum? Weil ich dachte, das reicht du so, aber da habe ich auch nicht gewusst, dass ich hier einen Kopfelstein wieder weghacken muss. Wenn ich jetzt wüsste, wo ich bin. Reicht noch nicht, wir sind immer noch fünf Schläge, verdammt. Nach unten. Wir müssen nach unten. Und zwar, warte mal. Unter welchem bin ich denn jetzt? Ich hack einfach mal gegen. Kannst schon mal das Holz wieder weghaken und rum. Sieht man den, wo der ist. Da ist er, alles klar. Sehr schön, da kommen wir an. Alles gut. Wenn ich da drunter stehe, bin ich da. Okay. Dann muss ich, jetzt könnte ich einfach gerade ausbauen. Müsste tief genug sein, weiß ich nicht. Ich habe hier gerade einen Hund gehört, da ist der Hund. Wird gerade was Schlimmes sein. Was denn, was ist denn schlimm? Kann man den noch spitz hacken? Oh, hält ihn auf. Raus. Schaufel. Oh, die haben das Auto kaputt gemacht. Und nein. Was für ein Auto? Ja, ich saß auf dem Auto drauf. Ich denke, du bist übelst das Sorte krass ausgerüstet mit Schießgewehrenzeug. Ja, bin ich auch. Und hat er alles endet, vergeudet. Mein Leben ist zu Ende. Aber das ist wieder typisch Aufnahme. Sobald man die Aufnahmetaste drückt, ist absolutes Chaos. Ich kann dir empfehlen, nicht einfach in diesen Viereck reinzuspringen, ja? Hast du wieder böse Fallen gebaut wie gestern? Nein, ich baue hier erstmal ein Loch, damit ich weiß, wo ich bin. Gestern hat mich Helm von unten angegraben. Überhaupt gar nicht wahr. Ist jetzt schon gelogen. Von übelst tief weit unten angegraben und dann bin ich einfach. Dann hat er mir den letzten Stein unter den Füßen weggezogen, dann bin ich in sein komisches Loch reingefallen. Das war nicht lustig. Da ist doch mein Gang. Perfekt. Oh, das ist aber schwer. Wo bin ich? Hilfe, ich sehe gar nichts. Nein! Wo bin ich hier? Hilfe, wo geht's hier raus? Ah, da! Weg, du Hund! Weiche! Ich hab nochmal 5 Spitzhacken in Auftrag gegeben. Hat's hier.
Oh, Geschrei, Geschrei, Geschrei. Einsatz. Einsatz in Manhattan. Brauchst du weit weg, Pappnase, dann nimm ein anderes Moped. Achso, kann man da zu zweit weg. Nicht zu zweit. Ich regel die Situation. Geh denn aus dem Weg hier. Wo ist er denn? Welche Seite? Die ist schon, dürfte schon im Graben sein. Da rennt sie. Ah, verkackt. Sache hat sich fast erledigt. Komm her, junge Frau. Halten Sie still. Maul. Jetzt ist es erledigt. Ja, hat natürlich gepult, ne? Natürlich hat sie geblökt. Ja, klar. Ich habe große Vertrauen in euch. Platz. Okay. Hat erledigt. Er zuckt noch. Na bitte, Brigitte. Jetzt nicht mehr. Doch, da ist noch einer. Blöpp, ist er umgefallen. Heb nochmal das Köpfchen. Ich will auch einen Dutschke. Warte. Plötsch. Butsch ist die Rübe. So geht's. Sehr gut. Und schon bin ich wieder an der Arbeit. Ja, ich auch. Dann nehme ich keine Zeit, das ist alles. Zeitverschwendung. Zack, Tür auf, Tür zu. Tja, du hast dieses Mal Glück. Runter, runter. Wer hat jedes Mal Glück? Das Huhn hat dieses Mal Glück. Das Huhn. So, jetzt müssen wir hier. Wie hoch ist das hier? Wir können ganz gut aus. Platz hier. Ich muss sehen, wo ich bin. Mach bloß keinen Schaden. Warte mal. Eins, zwei. Ne, das ein Feld zu wenig, glaube ich, für den Lütgen. Dann schimpft er wieder. Er will noch ein tiefer haben. Du kannst ruhig zwei Teile noch extra machen. Das ist, also die, je mehr Höhe, desto besser. Ja. Ausgleichen kannst du es immer wieder. Wenn du nicht hochwärts kommst genug, dann machst du einfach einen Podest hin. Eine Reihe Holzframes oder was. Das ist ja nicht das Problem. Problem ist nur, wenn es zu flach ist. Oh, das ist sehr gut hier. Und die Polizeier explodieren dir auf dem Schädel. Ich habe nur Angst, dass die ganze Wand runterkommt, wenn wir hier alles unterhöhlen. So, der Gang ist soweit so gut. Du kannst ja die Säulen verlängern. Du brauchst bloß immer einen Stein wegkloppen und ein neues Rohr. Lass dich doch erstmal gucken hier, wie weit wir hier sind. Hier, pass auf, kleben wir einfach mal dran. Eins, zwei. Schon, dass jetzt da aus die Ebene geflogen kommt. Drei. Vier? Vier Kopfhöhe willst du haben oder drei? Fünf. Mindestens fünf oder sechs. Fünf oder sechs kannst du gar nicht mehr reparieren. Was ist das für ein Blödsinn? Nee, aber du machst dann eh wieder Boden rein, dann ist wieder einer weg, dann machst du eine Decke rein, dann ist einer weg und dann ist es wieder zu niedrig. Ja. Okay, dann müssen wir. Ach du Scheiße. Was denn für Geräusche? Wer wieder hacken will, hier die Dutschke. Ja. Oh, einfach mal. Zack, zack, zack. Das ist ja noch viel zu niedrig. Ja. Wo soll die neue Decke hin überhaupt? Die, naja. Weiß ich nicht, wo. Ich orientieren. Blöp, 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 blöp. Wie, welches Niveau soll die neue Decke hin? Wird sich veräppeln? Unten drunter, unter den Käfig vielleicht. Ja, aber wohin? Welche Höhe? Dort, wo du jetzt die deinen wächst ersten... drunter. Direkt, wo der Rahmen jetzt ist, den du weggehaust. Da soll der, Ding drunter. Naja. Wie, ne? Wenn wir eh mal nochmal rausgenommen haben, dann machen wir gleich. Oh komm, Lütke, jetzt aber ehrlich. Nee, du fängst schon wieder an zu spornen zu wollen. Wir müssen das tief genug machen. Ich will machen, fertig werden. Wir haben noch anderthalb Tage, Kollege. Ja, na, dann müssen wir es halb fertig machen auf der Nacht. Ich habe doch gesagt, es wird knapp. Ich habe jetzt schon Abenteuer.
Ach, das ist ein Dutschke. Du willst immer nicht und dann guckst du es an und dann, ah ja, das ist ja doch toll. Jedes Mal musst du aber immer erst diskutieren. Eben. Natürlich muss ich diskutieren. Ich lasse einfach hier irgendwas da. Bin kein Lemming. Einfach. Upsa. Du musst immer groß denken. Immer groß und lang, ja, und hoch. Gut, hier der alte Geschäftsmann. Enorm. Ja, gigantomanisch. Also war ich jetzt schon drin? So, 1, 2, 3, 4, 5. Hier kommt der Boden rein. Hier ist Schluss. Da ist Schluss. Da kommt jetzt gerade. Zack. Können wir direkt festlegen hier. Okay. So, jetzt habe ich eine Höhe. Und das soll alles so frei schweben, so mal eben halten. Nö. Und lass uns die Decke gleich einstößt auf den Kopf. Ja, das ist jetzt schon ein paar Mal empfohlen, so ein Blockhaus zu hacken und Rohre drunter zu setzen, die Rohre nach unten zu verlegen. Musst du erstmal, welche Rohre? Du musst erstmal alles ausgraben unten drunter. Und dann sagen, Schutz ist schuld, weil es eingefallen ist. Richtig. Du hast ja denn noch nicht mal unten drunter die Dinger weggehackt, damit ich die Rohre verlängern könnte. Ja. Du musst ja immer eins bei eins machen, deswegen hatte ich dich vorhin gefragt, hast du noch Rohre? Natürlich habe ich Rohre. Ja, dann 100 Stück. Give it to me. Was? Wieso das denn? Na gut. Na, weil du nicht selber hacken willst, hast du gerade in der Sekunde eben gesagt. Ja. So, das hier drop fallen lassen. Hier liegen sie. Ist gerade schlecht, wie soll ich denn hier rauskommen? Du hast ja ein Loch gemacht am Eingang. Dann geh durch das Loch. Gehen Sie durch das Loch. Ach so, da kann man lang. Okay. Ja. Alles klar. Genau dafür ist das. Genau dafür ist das. Hast du fein gemacht, Papa gekommen. Helm. Hast du ja, ich weiß. Vati macht. Vati wird schon richten. Wenn jetzt was hier runterfällt, dann liegt das dran, weil ich den Stein ausmacht. Wenn ihr das schon mal gehört habt, Pappnase hat meine Leiter weggemacht. Ja. Hä? Okay. Ja, ihr seht, wir haben noch jede Menge Arbeit. Jede Menge Arbeit. Oh. Ja, die Säule da, die wird natürlich nichts tragen können. Am besten hättest du mit der Ecksäule hier angefangen. Hier, wenn ich den wegmache. Also, hier da oben. Da ist oben drüber noch keine. Hier ist oben drüber noch keine. Oh. Ich muss mal kurz meine Optionen hier abwägen. Wägen Sie hier. Hier auch keine. Ach, das ist genau der Eingang, den ich da wegmache. Oh nein. Hier wenigstens. Ja, da ist eine. Bitte verlängern Sie jetzt, damit ich ja, sehe, wo es hinkommt. Wie lang hätten Sie es jetzt gern? Na. Hier unten dran. Bis zu mir. Nur ein paar da waren. Meine Höhe. Du wolltest doch so tief haben. Eine Höhe her. Wir bauen aber jetzt schon den unten drunter Wartungsgang. Ach so, okay. Weil sonst wird es ja gigantisch riesig. Das hat ja gar niemand verlangt. Ich wollte 2-3 tiefer haben und dann unten. Warte mal, ich setze jetzt mal hier drin. Ich soll 6 tief graben. Ja, jetzt grab ich 6 tief. Naja, für den. Da ist doch richtig. Guck mal, jetzt ist so. Stopp mal, hier wird der Boden. Guck mal, hier die Platte, wo ich bin. Mach mal jetzt bitte unter diese Säule, die ich hier gerade hingeklebt habe, viereckige Dinger ohne Koppelframes, bitte. So lange bis nicht mehr weitergeht. Noch ein, quasi so. So, das sind jetzt 4 hoch. Ja, dann müssen wir den obersten Block mit der Querbalken. Das wird deine viereckigen Dinger. Nix, muss 3 Platz sein, damit wir noch reparieren können. Wir brauchen einen Rand, wo du die Quarterbalken reinmachen kannst und dadurch muss die Säule stehen. Das heißt, wenn die Quarterbalken hier am ersten Würfel sind, haben wir 1, 2, 3, ja, das stimmt genau, das haut hin. Ja. Also das ist jetzt die Höhe. Also so wird es, genau stehen. So. Lass das mal stehen, Muster. Festmachen.
Ne, das nicht unten runter. Wobei, so? Doch kannst du. Doch kannst du. Das ist. Warte mal. So, ja. Liebe Leute, darf ich jetzt vielleicht mal. Nee, also ich meine nicht darfst euch. Du nicht. Hier. Hier, wo ich hier bin, hier kommt die Eckbalken hin. Achso, du willst dann Rahmen drumherum machen? Ja, muss ja erstmal hier noch Rahmen sein, sonst kannst du so. Ja nicht die. Ja. Moment, ich baue ja schon, wie das sein muss. Half a minute. Hier, das muss weg. Hier. Da muss einer weg. So, und da müssen jetzt die viereckigen Dinger hin. Noch von ganz unten. Zack. Zack. So wird das gebaut. Jawohl, wo kommt das hin? Perfekt. Oh, weg, kann weg. Kann weg. Dann machen wir das noch weg und dann bauen wir da richtig hin aus vernünftigen Kupferstone, damit auch richtig hell. Oder noch ein tiefer. Ja, da muss ja auch hin. Kupferstone. So. Hier werden wir den auch direkt mal verkupferlieren. So, perfekt. Seht ihr? Klack, klack. Wie eh? Ich will wieder raus. Okay. Perfekt. So wurde das gemacht. Perfekt. Und wo hält er jetzt auf dem Boden? Gar nicht. Da muss noch einer hin. Okay. Hast du jetzt zwei Schüler gefunden, Pappennase? So, ab und zu was essen. Ich hab nichts mehr zu essen. Und was zu trinken. Ja, wir sind noch ganz arm dran. Hat jemand die Kartoffel geerntet? Wann denn? Um Gottes Willen. Nee, kann ich aber sofort machen. Ja, mach er mal bitte. Eigentlich bräuchte mir jemand, der mit hackt. Ehrlich gesagt. So, alles kann ich auch sofort machen. Warte. Pappnase ist ein echtes Multitalent. Kann alles. Gleichzeitig. Ein Multi-Dings. Ein Multi. Multi-Dings-Ding. So, perfekt. So, jetzt wissen wir Bescheid. Oben, ich höre jemanden Einsatz. Verdammt, ich bin gerade runtergerannt. Irrgarten. Das ist so eine Großbaustelle hier. Da sind so viele Gänge mittlerweile überall dazwischen. Da wisst ihr, ob ich runter. Wo ist mein Gewehr? Ich höre schon. Ja, sag, was du zu sagen hast. Jetzt ist Schluss mit der Laberei. Schön still halt mit der Rübe. Platsch, vergisse. Ein Kandidat trampelt noch da rum. Erledigt, glaube ich. So, die Moppe kommt ready. Erledigt. Juhu. Der steht blau. Boah, sieht die Kartoffeln hier. Boah. Tada. Leider hat es noch keine Zeit auszuprobieren. Moment. Weil es auch schade ist. Jemand rennt im Graben rum, glaube ich. Ich brauche Munition. War eigentlich schon ein Haufen gemacht gewesen. Ja, nicht für die Knarre hier. Ach so. Guck mal in der Werkbank, da dürfen noch 100 Schuss drin sein. Nee, die haben schon die Munitionskiste getan. Ach so. Die sind drinnen. Passt schon. Maul halten! Da krabbel noch eine Runde lang. Alter, mal still! Also. So. Lohn. Okay. So, liebe Leute. Hier knatscht noch irgendwer. Wo denn? Ach, da. Was denn das? Kommst du zu Abschluss noch einen Pfeil in die Rübe? Verstehe ich nicht, wieso hält die denn so viel aus, die Tante? Na also. Okay, da ist noch ein Dicker. Der latscht da hinten hin und her, kein Problem. So, wir müssen noch viel graben, bauen, modulieren, ne? So sieht's aus. Ich würde sagen,
Und viel machen wir hier mal Schluss. Und viel Ernten, genau. Ja, wir sehen uns dann im nächsten Mal. Ich hoffe, dass wir da schon einen Schritt weiter sind, dass wir schon fast fertig haben. Und ja, Nacht 28 steht schon quasi vor der Tür. Okay, dann sage ich mal in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Abriede. Tschüss. Tschüss.